herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute um ein Fragen-Antworten-Special zu meinem damaligen FMA, zu dem FMA Europapark. Da sind ein paar Fragen aufgetaucht und ich wurde von der Miss Giga 34 gefragt, also es waren ein paar mehr Fragen. Ich wurde einfach Sachen gefragt und ich habe mir so gedacht, die einfach so stumpf wie Kommentare zu beantworten, ist möglich, aber ist irgendwie auch ein bisschen langweilig. Deswegen mache ich darüber ein extra Video und ich hoffe, du freust dich darüber und ihr euch auch. Deswegen fange ich auch direkt an und entschuldigt meinen Look, aber ich bin heute schon ziemlich lang auf dem Main, weil ich hatte heute meinen ersten Arbeitstag. Ja, ich mache nun... Ja, ich trage Zeitungen aus. Egal, aber es ist schön, mal wieder rauszukommen und was zu machen. Und ein bisschen was zur Haushaltskasse dazu zu steuern. Auch ganz wichtig. Gut, ich fange an. Die erste Frage war, ob ich zum ersten Mal im Europapark war. Nein, das war nicht das erste Mal. Allerdings hatte ich zum ersten Mal die Kinder mit dabei und das war was ganz Besonderes, weil man... Ja, auf die kleinen Dinge achtet, im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann halt nicht mehr einfach so eine Achterbahn fahren oder so. Ich meine, naja, ich war nie der Achterbahnfahrer, von daher, ich habe nichts verpasst. Es war trotzdem ein sehr schöner Tag. Wie viele Stunden wohnst du denn vom Europapark entfernt? Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, sind es 4 Stunden ungefähr, ja... Es kommt immer darauf an, wie die Autos auf der Autobahn so, wie der Verkehr auf der Autobahn so ist, genau. Und ungefähr 4 Stunden, das sind glaube ich 400 Kilometer oder 380 Kilometer, irgendwie sowas. Will mich nicht festlegen, ich weiß es nicht genau. Ja, genau, dann... Ja. Ob ich im Europapark auch schon mal Arthur und die Minimoys gefahren bin? Oh ja, das bin ich. Ich habe leider nicht das Bild, was ich euch zeigen kann. Ah, ist das doof. Egal. Weil dooferweise bin ich, habe ich dieses nicht gefilmt, weil man durfte da irgendwie keine Taschen mit reinnehmen und ich hatte keine Hosentasche und nichts und hatte auch Angst, dass mir während der Fahrt das Handy rausfällt. Deswegen habe ich die Fahrt leider nicht filmen können. Aber ich habe da so ein Foto mitgenommen. Da konnte man ja so ein Foto kaufen und ich bin diese Bahn gefahren und ich finde sie sehr lustig. Auf jeden Fall was für Kinder, vielleicht nicht so kleine Kinder, also ich würde sagen so ab 5 oder 6, na, wäre das schon was, aber jünger, Ja. Meine Meinung zu dem Looping-Restaurant, Foodloop, war ich bis jetzt noch nicht drin. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Also ich habe mir aber sagen lassen, dass das total toll sein soll, weil ja das Essen sozusagen mit einer Achterbahn mitfährt sozusagen. Also der Teller wird irgendwie wahrscheinlich so... Ich kann es nur das sagen, was ich gehört habe. Auf jeden Fall wird der Teller so zu einem gefahren an so einem Laufband oder Förderband. Keine Ahnung. Ich kann mir das auch nicht richtig vorstellen. Wie gesagt, ich war... noch nicht in diesem Restaurant und beim nächsten Mal werde ich das aber nachholen und dann, ja, werde ich Bericht erstatten, wie das so war. Meine Lieblingsbahn. Puh, meine Lieblingsbahn. Also, mit den Kindern bin ich am liebsten gefahren, Poseidon war das nicht, um Gottes Willen. Das war diese Kinderachterbahn Pegasus, genau. Das bin ich am liebsten mit meinen Kindern gefahren. Und meine
meine persönliche Lieblingsbahn ist natürlich der Antarktika Super Splash, weil das ist einfach Hammer. Das ist diese Wasserbahn, die bis nach ganz oben fährt und dann irgendwie halt so, guckt euch einfach mal ein Video an. Es ist sehr viel Wasser, man wird auf jeden Fall nass und es ist Adrenalin pur. Das ist also, ja, meine Lieblingsbahn. Genau, bevor ich es vergesse, ob ich irgendwas sammle. Weil ihre Oma, also von der Miss Giga 34, ihre Oma sammelt wohl Engel. Und welch ein Zufall, ich sammle auch Engel. Und ja, ich kann euch zwar jetzt gerade keinen zeigen, aber ja, ich sammle auch Porzellanengel. Ich finde die total toll. Aber irgendwie ist mein Bestand schon geschrumpft, entweder weil einer zu Bruch gegangen ist aus irgendwelchen diversen Gründen oder ich mal einen Engel verschenkt habe an irgendwelche lieben Leute. Und ja, deswegen habe ich jetzt nur noch, ich gucke die ganze Zeit da hoch, weil da oben stehen die, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Engel. Ja, 6 Engel, die sammle ich. Ich habe früher mal Porzellanfiguren gesammelt, Porzellanpuppen. Aber ja, die stehen jetzt auf dem Dachboden, weil bei kleinen Kindern Porzellanfiguren nicht so toll sind. Ja. Ich gucke gerade auf mein Handy, ob ich noch irgendeine Frage vergessen habe. Ich glaube nicht. Ja, damit hätten wir es auch schon. Das Video ist soweit fertig. Jetzt habe ich laut gedacht, ne? Nein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ich beantworten soll oder, ja, keine Ahnung, dann fragt ruhig und tun könnt ihr dies via Facebook, ouch, via Instagram oder, ja, wie es die liebe Miss Giga 34 gemacht hat, über YouTube. Ihr könnt mich abonnieren, ihr könnt mir folgen und ihr könnt mir einen Daumen nach oben geben, wenn euch dieses entzückende Video mal wieder gefallen hat. Ich würde mich freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.